Peace, ihr geilen Säcke, und willkommen zurück zu Let's Play Dreamfall Chapters Book One Reborn für den PC. Im letzten Part waren wir bei Risa und sind jetzt an unserem Arbeitsplatz. Und yeah! Hallo Mira. Dann ist der Scheißpot. Ist das ein ungünstiger Zeitpunkt? Das ist ein beschissener Zeitpunkt, Kotria. Aber ich bezahle dich ja nicht für das Privileg, meiner scheißigen Scheiße zu entgehen. Du kommst da bis zum Kinn mit uns rein. Ich bin bereit. Halt mal, du bezahlst mich? Seit wann bezahlst du mich? Wie ich dir letzte Woche schon gesagt habe. Wenn die verdammten Banken Geld nicht rechtzeitig überweisen können, mach sie für ihre Inkompetenz verantwortlich, nicht die Botin. Sollte ich mir das aufschreiben? Gibst du deinem Freund mit diesem Mund Küsse? Jeden Tag. Also, was mache ich? Ich kann weiter die Bestellung aufnehmen, die... Und Benchut, wen kümmern neue Bestellungen, wenn wir nicht mal bei denen, die wir haben, mit der Lieferung nachkommen? Mann, bei diesem Tempo sind wir am Freitag pleite. Unsere Gläubiger lassen das hier alles niederreißen und uns öffentlich hinrichten. So, heute verdienst du dir dein Brot und deinen Slivovitz, indem du etwas tust, was wirklich nützlich ist. Wir verpassen einer meiner generalüberholten Bots eine Gehirnwäsche. Neuronale Programmierung, Süße. Ich darf tun, wofür ich eigentlich eingestellt wurde? Juhu! Ich hab dich nicht eingestellt, damit du mir pampig kommst, Bancroft. Das kriege ich schon von Whit genug um die Ohren. Der Vollidiot weiß genau, wie er mich in Rage bringt. Ja, halt einfach weiter die andere Wange hin, Haramsada, du Matterchott. Oh, ich wette, du täuscht deinen Autismus vor, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Ey, du bist so ein scheiß Hundebaby, Whit. So ein elender Gandu. Kein Wunder, dass deine Amma dich direkt im Müllcontainer geworfen hat. Entweder da stand direkt. Also, wir müssen diesen generalüberholten Bot verkaufsbereit machen. Und der Chodu ist ein größerer Idiot als Whit da drüben. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich habe das Ding grundformatiert und den Speicher gelöscht. Aber beeindrucken kann man damit noch niemanden. Und an der Stelle kommst du ins Spiel, Süße. Geh mit Scheißbot Gassi. Lass ein paar Testszenarios laufen und schau, wozu das Ding gut ist. Und was ist mit der neuronalen Programmierung? Die Programmierung übernehme ich, Süße. Du kümmerst dich bloß ums Testen dieser Blechbüchse. Heute bist du nur Testerin. Cool. Hallo, Scheißbot. Nee, wir werden nur heute zusammenarbeiten. Ich bin nicht sicher, ob mir das angenehm ist. Ich bin nicht sicher, ob das eine Rolle spielt. Sind Sie hygienisch? Sie sehen ein bisschen unhygienisch aus. Ernsthaft? Beim Warten stapeln sich meine Leerlaufprozesse. Sie fühlen sich an wie Hummeln. Ich habe Hummeln in meinem metallischen Hintern. Okay, der Scheißbot ist geil. Das Spiel hat echt Humor, das gefällt mir gut. Das gefällt mir richtig gut. Müssen wir denn ins Freie? Ich mag das Freie nicht. Das könnte ein Problem sein. Es ist so weitläufig. Das ist... Tja, das ist ja irgendwie... Was das Freie ausmacht. Die Weitläufigkeit. Es ist sehr laut. Es könnte Attentäter geben. Gehen wir wieder hinein. Was? Nein, du hast... Wir haben einen Job zu erledigen. Das gefällt mir gar nicht, aber na gut, wo möchten Sie, dass ich anfange? Interaktion mit Menschen. Schauen wir mal, wie du mit Menschen umgehst. Suchen wir uns Wir brauchen jemanden, dem wir helfen können. Suche nach potenziellem Opfer. Der hier. Opfer? Habe ich Opfer gesagt? Ich meinte Trottel. Nein, auch nicht. Depp. Wo hat Mira dich her? Man hat mir gesagt, mein früherer Mensch war Mr. London. Der Gangster. Ich erinnere mich nicht, mein Datenspeicher. An jedem wurde anderen Tag, aber Teile jetzt meine Persönlichkeit auch. Langsam wird mir so einiges klar. So, jetzt sucht ihr mal hier ein potenzielles Opfer. Hey, Scheißbot, wo willst du hin? Dieser Mensch scheint sich verirrt zu haben und Hilfe zu brauchen. Los geht's, Bot. Ich habe einen Namen, wissen Sie. Sorry, wie heißt du?
Deine Ahnung, der wurde auch gelöscht. Sehr hilfreich. Mensch. Ach, töte mich nicht! Alles gut, tut er nicht. Glaube ich zumindest. Darf ich Ihnen den Weg weisen? Ich versuche, die Metrostation zu finden. Weiblicher Mensch, bitte helfen Sie mir, diesem Menschen zu helfen, die Metrostation zu finden. Wo ist denn die Metrostation, Mann? Warte, da steht Richtung 1, Richtung 2. Ach, bestimmt da hinten. Folgen Sie mir, Mensch. Auf. Sie belieben mich zu scherzen. Dafür zahle ich nicht. Das verlangt doch niemand. Wie soll ich denn jetzt die Metrostation finden? Was? Haben Sie eine Ahnung, in welchem Jahr wir uns befinden? Sie könnte nicht verirrter aussehen. Sie ist der Inbegriff der Verirrtheit. Scheißbot, komm wieder runter. Ach nein, muss ich jetzt ernsthaft zu ihm hochgehen? Das war so geil. Folgen Sie mir. Oh Mann. Hi. Na? Weißt du, die meisten Menschen können nicht fliegen. Die meisten. Naja, alle. Alle Menschen können nicht fliegen. Es ist leicht. Man schaltet einfach Heckantrieb und Horizontalrotoren ein. Ja, nein. Ich streiche den Dienstleistungsbereich von der Liste. Versuchen wir was anderes. Was soll ich als nächstes tun? Wir könnten deine Fähigkeit testen, mit anderen Bots zu kommunizieren. Kannst du anderen Bots in der Gegend Nachrichten senden und fragen, ob einer Hilfe braucht? Ich bin nicht besonders gut im Senden von Nachrichten. Versuch es mal. Ablehnung vertrage ich nicht so gut. Können Sie es nicht versuchen? Ich hoffe, Mira hat nicht viel für dich bezahlt, weil, ganz ehrlich, in der Sonnenscheinplaza arbeiten ein paar Bots. Gehen wir dorthin. Schubdüsen an. Halten Sie nach Attentätern auf Ausdächern Ausschau. Im Ernst? Überall Attentäter. Nicht wirklich, nein. Genau das würde ein Attentäter auch sagen. Wolf und Ominska machen es unter sich aus, oder? Hey, was ist denn das für ein Scheißbot? Mann, ich finde den gerade so witzig. Ist das so ein Putin? Nee. So. Du kannst mich durch nichts Dieter erfüllen, Groß, dependable, alles klar. Ist das hier Sonnenscheinplaza oder was? Hübsch. Aber im Weg. Na, wer kennt das Zitat? Wer kennt das Zitat? Tomb Raider Legend! Sie war hübsch, aber im Weg! Oh, das sieht nach einer Sonnenscheinplaza aus. Oh, da sind ja sogar so eine Bots wie er. Hier leben wir auch irgendwo, cool. Yeeha! Hier, Craneboy! Zeig mal kurz, wo leben wir denn? Ach, genau da. Da drüben. Okay. Hallo, Scheißbot. Flugdüsen aus. Siehst du etwas? Die Gegenwart von Bots ist mir nicht angenehm. Ist dir überhaupt etwas angenehm? Mit Tauben vertrage ich mich gut. Kann ich mir vorstellen. Sie können mich manuell in Richtung anderer Bots drehen. Und Hilfswerkzeuge aktivieren. Okay. Ja, ich würde sagen, hilf ihm doch mal. Hilf ihm. Nein, dem möchte ich nicht helfen. Sie können mich manuell in Richtung anderer Bots drehen und Hilfswerkzeuge aktivieren. Gut, probier doch Tauben. Ich habe Freunde. Nein. Hör auf, Scheißbot. Ah, den da hinten könnte ich vielleicht helfen. Scheißbot? Original
Muss sie, glaube ich, erstmal alle verscheuchen hier. Probieren wir doch mal den da ganz hinten aus. Ja. Noch eins weiter. Dem da hinten, wo diese Säge Nein, ist. Dem ja. möchte ich nicht helfen. Ich habe ein schlechtes Ach, Gefühl, was ihn betrifft. Okay, probieren wir mal den da aus. Komm mit. Komm mit. Scheißbart. Komm. Komm, hiermit kannst du doch bestimmt arbeiten, oder? Komm, Scheißbart. Vielleicht kann Whit seine Wunder wirken und eine bessere Persönlichkeit für die Ross. Wie wär's mit dem da? Jawohl. Grüße, Kollege Bot. Ich biete meine Hilfe an bei. Oh, was ist das? Cool. Ich glaube, das ist nicht das, was du tun solltest. Ich fühle mich rebellisch. Ich glaube, das ist Glück. Ich glaube, ich fühle mich glücklich. Was tue ich da gerade? Schweißen. Aber das ist nicht das, was... Schweißen. Ich mag schweißen. Großartig, aber du sollst doch... Schweißen. Freut mich für dich, aber so war das nicht geplant. Ich glaube nicht, dass Mira dich dafür vorgesehen hat. Ich mag Schweißen. Schön, lass uns gehen. Aber was ist mit dem Schweißen? Lass es bleiben und lass uns gehen. Jawohl. Ich lasse das bleiben, was ich liebe und was mich glücklich macht und ausfüllt und folge ihnen zur nächsten Station unserer sinnlosen, deprimierenden Reise. Was soll ich als nächstes tun? Probieren wir mal dein Reparaturprogramm aus. Wir suchen etwas, das du reparieren kannst. Ich glaube, da habe ich schon was gesehen. Jawohl. Suche Stadtnetz nach Reparaturanfragen ab. Suche. Was gefunden? Suche. Ich denke, wir sollten ein... Suche. Abgeschlossen. Reparaturanfrage geortet. Folgen Sie mir, Mensch. Zoe. Nein, das ist nicht mein Name. Das ist mein Name. Ich sehe nicht, inwiefern das relevant wäre. Weißt du, was dein Problem ist? Du bist ein Arschloch. Oh. Das ist dein Problem. War da hinten nicht ein kaputtes, auch egal. Dann halt nicht zu dem kaputten Fahrzeug. Ich muss mich mal kurz muten. So viele Traumjunkies herum. Die Stadt sollte was unternehmen. Das gehört sich nicht. Was denn? Hallo, ich bin wieder da, na? Okay, Reparaturanfrage, bitte. Und danach machen wir... Also wir machen den Scheißbot auf jeden Fall in dem Part noch fertig. Das ist gut. Ich bin niemand. Wirklich. Gehen Sie einfach so lang... Das ist eine kluge Entscheidung. Das Spiel ist sehr ironisch. Das gefällt mir gut. Ich weiß nicht. Ich stehe nicht auf dieses ganze Revier-Tür. So, Scheißbot, wo willst du hin? Was willst du denn hier jetzt reparieren, Mann? Scheißbot? Hallo? Na, da hätten wir auch anders laufen können, wären wir schneller gewesen. Okay. Ach, hier. Sieht gut aus. Hallo. Stadtnetz meldet defekte Verkabelung an diesem Ort. Benötige spezifische Instruktionen, um fortzufahren. Kannst du es nicht einfach, naja, heil machen?
benötige spezifische Instruktionen, um fortzufahren. Du bist echt zu nichts Nutze. Vielleicht wäre es klug, mehr darüber herauszufinden, womit wir es hier zu tun haben, bevor ich die Rostbüchse auf die Verkabelung loslasse. Ach, du heilige Scheiße. Fuse Panel, do it yourself, maintenance. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh Gott. Das sieht anders aus. 1, 2, 3, 4. Das sieht anders aus als auf dem Bild. Das muss die kaputte Stelle sein da drüben. Reparier sie. Ihre Entscheidung, Mensch. Ich tue nur, was man mir sagt. Ups. Oh yeah. Ich habe es kaputter gemacht. Was nun? Du hast es kaputter gemacht? Wie geht das denn? Unbekannt. Vielleicht bin ich nicht gut im Reparieren. Ja, ich denke, das ist die korrekte Antwort. Ich bin nicht gut im Reparieren. Was du nicht sagst. Wir sollten abhauen, ehe die Polizei auftaucht. Was soll ich als nächstes tun? Na, dann fehlt nur das Sicherheitsprogramm. Wollen wir ein Sicherheitsprogramm testen? Jawohl. Aktiviere Sicherheitsprogramm. Sicherheitsprogramm ist verschlüsselt und gesichert. Da ist ein Warnhinweis. Jeder Versuch, die Verschlüsselung dieses Bots zu knacken, wird von den Großrechnern des Syndikats erfasst. Die Täter werden mit allen strafrechtlichen Mitteln verfolgt. Deaktiviere Verschlüsselung. Aktiviere Sicherheitsprogramm. Herrje, nein, nicht... Zurücktreten, Bürger. Zivilbot, militärische Software ist unverzüglich zu deaktivieren. Bei Zuwiderhandlung erfolgt Zerstörung. Der Aufforderung ist innerhalb von 10 Sekunden Folge zu leisten. Ding, di, di, ding, di, di, ding, di, di, ding, di, di, ding, di, ding, 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 ding. Sehr freundlich, danke sehr. Jeder weitere Versuch, Sicherung zu durchbrechen, wird mit sofortiger Vernichtung geahndet. Einen wunderschönen Tag. Tu sowas nie wieder. Jawohl, sie war nett. Meinen Sie, sie mochte mich? Nein. Ich meine schon, sie war nett. Wie lautet Ihr Befehl, Mensch? Ich denke, das war's. Wir sind durch mit den Tests. Ich denke, ich war gut. War ich doch nicht wahr? Es lief gut. Man könnte sogar durchaus sagen, ich war spitze. Sicher. Wir sollten jetzt zurückgehen, okay? Gott. Lassen Sie mich nur machen. Folgen Sie mir, Mensch. Ich gehe noch bis zur Tür von Mira und dann werde ich den Part erstmal beenden. Ich glaube, der könnte durchaus etwas länger gewesen sein. Ich weiß es nicht genau. Weil, naja, wir haben eine ganze Menge gemacht auf jeden Fall. Kommt er trotzdem? Ja, gut. Oh je. Nein! Ich will Erster sein! Das Lied kenne ich doch. Das gab's auch schon in Teil 1, oder? Erster, Erster, Erster! Ha! Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao!